Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Autobahnpolizeisimulator. Wie versprochen habe ich mich erkundigt bei den Entwicklern, wie es denn jetzt mit der Story aussieht, was da jetzt noch für ein Einsatz kommt und habe Folgendes erfahren, wir sind durch mit der Story. Obwohl es noch einen Auftrag gibt. So, natürlich erstmal komisch. Was ist passiert? Ich habe eine Entscheidung mit Konrad getroffen. Ich nehme mal an, direkt beim ersten Treffen. Das ist lebensgefährlich. Wagen 11, könnt ihr übernehmen? Ich fahre hier gerade mal an die Seite. Ich habe eine Entscheidung getroffen mit Konrad, die jetzt den letzten Einsatz quasi verhindert. Hätte ich eine andere Entscheidung getroffen, hätten wir jetzt noch die Mission einmal im Leben, da wäre Konrad dann mitgefahren auf Streife und wir hätten dann so eine Verfolgungsjagd gehabt nochmal. Jetzt auch nichts super Spektakuläres, das kennen wir ja schon aus der finalen Mission, sage ich mal, also aus der, die wir jetzt hier als finale Mission hatten. Ist also nochmal sowas Ähnliches, glaube ich, nur halt dann mit Konrad zusammen, auch wenn es nicht so ganz realistisch ist, dass da irgendwie der Konrad dann mit auf Streife fährt. Aber gut, das wäre halt die Mission gewesen. Jetzt sind wir mit der Story durch, wir kriegen jetzt also keine Aufträge mehr vom Chef oder von der PR-Frau da oder von der Video-Auswertungsfrau da aus dem Keller, sondern jetzt haben wir nur noch freie Aufträge, da gibt es aber noch ein paar. Und die werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen dann abarbeiten. Und ich dachte mir für diese Folge, wir machen Folgendes. Ich habe euch ja versprochen, dass ich, sobald die Story durchgespielt ist, dass ich dann mal so eine Liste zusammenstelle, was mir am Spiel gefällt und was mir nicht so gut gefällt. Und so halt nochmal so eine Art Fazit gebe, wie ich das Spiel nun finde. Das werde ich in dieser Folge auch machen. Vorher werden wir aber ein bisschen auf Streife gehen, sodass ihr erst ein bisschen was zum Gucken habt. Und wer sich dann dafür interessiert, der kann am Ende nochmal so mein Fazit hören. Da werde ich dann aber, glaube ich, nicht so sehr rumfahren. Da will ich mich dann lieber auf das Fazit dann konzentrieren. Ich habe mir das auch schon alles zusammengeschrieben. Und genau, so ist so ein bisschen der Fahrplan. Ich hätte euch auch gerne dieses Blitzer-Feature gezeigt. Nur habe ich das Gefühl, das funktioniert bei mir nicht. Wie so einiges beim Spiel. Denn der Blitzer, ich zeige euch das mal kurz. Der Blitzer wird mir gar nicht mehr angezeigt hier im Kofferraum. Und irgendwie kann ich den auch nicht rausnehmen. Und dann an den entsprechenden Stellen, die so blau markiert sind, glaube ich, kann ich die auch nicht nutzen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was da jetzt wieder kaputt ist. Und ich werde mich darum nochmal kümmern, dass das irgendwie gefixt wird. Nur es ist ja schon mal gut, dass wir jetzt wissen, dass die Story soweit durch ist. So. Und es kam jetzt in den letzten Tagen nicht so viel, denn... Ach komm, das machen wir. Das machen wir. Denn es war ja Weihnachten und dann Neujahr und an der Stelle nochmal frohes Neues euch allen. Und Hans, was hast du gemacht an Silvester? Oh, da reden wir besser nicht drüber. Okay, das will er uns nicht verraten. Könnt ihr mal raten, was Hans gemacht hat. Vielleicht lag er total betrunken unterm Tisch. Das kann ja gut sein beim Hans. Das ist ja auch schon ein älteres Semester. Vielleicht wollte er nochmal es richtig krachen lassen. Man weiß es nicht. So. Guck mal einmal, wo wir jetzt hinfahren müssen. Wir müssen hier lang. Gut, dann fahren wir. Nee, Moment. Ist das hier sinnvoll? Müssen wir uns mal anschauen. Vielleicht müssen wir nochmal springen. Ja, dann werden wir die Gegenstände da von der Fahrbahn räumen. Dieses Mal bei Tag und nicht bei Nacht, wie letztes Mal. Huch, was war das denn für ein Geräusch? Tatsächlich müssen wir... Ja, wir müssen nochmal springen. Ihr seht's. Obwohl, nee, wir können gar nicht mehr springen. Nee, dann fahren wir einmal da vorne rum. Wir fahren jetzt einfach nach Navi. Dauert nur 2 Minuten. Denn noch mehr abkürzen können wir gar nicht. So. Und ich habe gesehen, mittlerweile spielen dieses Spiel alle möglichen Let's Player. Paluten, Gronkh. Waren noch ein paar, die das jetzt auch gespielt haben und für sich entdeckt haben. Und interessanterweise, ne, das Spiel hat ja wirklich schlechte Steam-Reviews. Man muss auch sagen, zum großen Teil ja auch zu Recht, ne. Aber trotzdem machen die YouTuber, die größeren dann, also obwohl sie es auch blöd finden, das Spiel, machen sie doch relativ viele Folgen. Also so blöd kann es ja dann doch nicht sein. Aber wir... Nachher kommen wir nochmal zu meinem Fazit und dann, ja, viele haben ja so ein bisschen vermisst, dass ich nicht so, ich sag mal, Tacheles geredet habe, ne? Das werde ich dann mal nachholen und ja, dann, vielleicht hilft euch das bei der Kaufentscheidung oder vielleicht auch nicht oder vielleicht habt ihr da auch eine andere Meinung oder vielleicht vertretet ihr eine ähnliche Meinung, können wir dann mal in den Kommentaren diskutieren. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Einsatz, ich glaube,
wir sollten auch mal Blaulicht anmachen. Müssen wir einmal drehen. Nochmal die Sirene vom Pederwagen hier aus. Und dann fahren wir ganz gemächlich zur Einsatzstelle. Wobei in der Realität ja wirklich Eile geboten ist, ne? Also da sollte man sich keine Zeit lassen. Da sollte man dann wirklich relativ flott unterwegs sein. Nur haben wir jetzt natürlich unser lahmstes Fahrzeug hier heute für diesen Einsatz. Natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das heißt, wir können da auch gar nicht so viel machen. So, aber was wir natürlich jetzt noch in den nächsten Folgen machen werden, und so lange wird das Spiel auch noch gespielt, auch wenn sich vielleicht der ein oder andere Einsatz wiederholen wird oder die ein oder andere Kontrolle. Ich werde bald auch mal wieder Kontrollen machen. Was wir auf jeden Fall... Hallo, 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 hallo. Nicht... ein Seitenhieb hier. Hat mich jetzt ganz aus dem Konzept gebracht. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, wir spielen das so lang, bis wir alle Kategorien freigeschaltet haben. Das habe ich mir in den Kopf gesetzt und als allerletztes werden wir den Helikopterlandeplatz freischalten. Ich glaube nicht, dass da nochmal irgendeine Mission kommt oder so, aber dann haben wir alles freigeschaltet und dann haben wir das Spiel quasi durchgespielt. Und wenn dann keine großen neuen Funktionen mehr kommen, dann belassen wir es dabei. Wenn dann nochmal ein Update kommt oder so, dann spielen wir natürlich weiter. Ich würde mich auch sehr über ein DLC freuen, aber dazu kann ich ja nachher nochmal ein paar Sachen sagen. So, und jetzt... Hier müssen wir lang. Also sehr aufwendiges Autobahnkreuz. Auch sehr schick hier mit den Tunneln und so. So, 700 Meter. Ich glaube, das ist die Stelle, an der wir auch letztes Mal zugegen waren, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, also es gab sehr, sehr unterschiedliche Kommentare. Ich finde das immer noch klasse, dass so viele von euch da mitfiebern bei dem Let's Play. Finde ich super. Gab aber auch ein paar Kommentare, wo ich regelmäßig irritiert bin, warum man die Videos guckt, wenn man sie nicht leiden kann oder wenn man mich nicht leiden kann. Hatte ich ja schon mal angesprochen. Gab es in den letzten Tagen wieder ein paar. Also ich lese eure Kommentare ja immer aufmerksam. Ich beantworte nicht alles, aber ich lese alles sehr, sehr sorgfältig. Und... Wir sollen hier die Spur sperren. Oh. Müssen wir mal kurz Signale. Und dann... rechte Spur gesperrt, ne? So, aha. Was haben wir da auf der Matrix? Ist doch nicht alles das gleiche, ne? Hat auch irgendjemand in den Kommentaren geschrieben. So, wo können wir denn jetzt hier aufräumen? Hallo, Ibims, die Putzfrau. Ich möchte hier aufräumen. Ist der... Oh nee, der LKW ist da reingefahren. Wie sollen wir das denn aufräumen? Nee, wir machen mal kurz eine andere Matrix. Fahrbahnsperre. So. Steigen wir mal aus und versuchen das mal zu entfernen, aber ich glaube, es wird schwierig, weil der LKW da drauf gefahren ist. So, und dann bringen wir das hier in den Kasten. Ah, wobei der LKW ist weitergefahren. Das gute alte Frostschutzmittel, oder was war das nochmal? Man kennt es. Also muss hier geräumt werden. Oh, das dritte Objekt, was haben wir da? Ach, eine Weinebox. Naja, was einem halt so rausfällt, ne, auf der Autobahn. Bestimmt ist jemand umgezogen und hat gesagt, ah, diese Sachen brauche ich nicht mehr und hat die dann mitten auf der Autobahn entleert. Wobei ich mich auch in der Realität öfters schon mal gefragt habe, was das eigentlich, was diese Dinge, die man da gesehen hat, auf der Autobahn machen. Oder auch am Straßenrand. Wenn man da zum Beispiel Felgen liegen sieht. Oder ganze Räder. Gut, Räder kann man sagen, okay, da ist irgendwie ein Reifen geplatzt oder so und jemand hatte keine Lust, das irgendwie mitzuschleppen, hat das dann einfach irgendwo hingelegt. Aber Felgen? Oh. Fortsetzen. Sorry, da habe ich nicht auf die Anzeige geguckt. Ich habe hier ein bisschen blöd geparkt, aber der LKW stand ja da. So, wo müssen wir denn noch aufräumen?
Haben wir nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist denn hier noch was? Da vorne ist noch ein Päckchen. Aber weit gestreut. Ja, wir brauchen unbedingt Warnwesten. Das ist wirklich, das muss noch hier rein in den Autobahnpolizeisimulator. Es ist groß gefährlich, was wir hier machen. So, 600 von 600 Punkten. Das ist wirklich, also... Da riskieren wir ja Leib und Leben mit dieser Aktion. Ohne Warnwesten. Unglaublich. Da müssen wir uns selbst einen Strafzettel ausstellen. So, dann machen wir mal hier die ganze, den ganzen Kladderadatsch wieder aus. Da ist die... Nee. Jetzt bin ich irritiert. Ich muss mal kurz ranfahren. Das ist ja die Dings hier wieder, der Blitzer. Können wir den jetzt rausnehmen oder was? Wieso ist der da auf einmal wieder? Ich könnte wetten mit euch, dass der da eben nicht drin war. Ich habe extra noch nachgeschaut. Das ist der Blitzer, den wir da in der Hand haben. Das ist ja der Hammer. So, jetzt probieren wir das Blitzen doch mal. Wieso ist der da auf einmal? Das Spiel ist für Überraschungen immer gut. So, passt auf. Wenn wir uns jetzt teleportieren, dann ist er bestimmt wieder weg. Aber wir probieren das trotzdem mal. Ich werde mich mal hierhin teleportieren. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen blitzen können zum Ende der Folge. Das war ja, eigentlich wollte ich das ja machen. Aber als ich es dann ausprobiert habe, man bereitet so eine Folge ja auch mal vor, ne? Und wenn man keine Ahnung davon hat, von einem Feature, dann guckt man sich das ja erstmal an. Ja, und als ich mir das angucken wollte, war der Blitzer nicht mehr im Kofferraum. Ist er jetzt noch da? Ja, jetzt ist er noch da. Sieht gut aus. Ja, vielleicht kriegen wir es ja doch noch in dieser Folge hin. Hoppala. Mann, Mann, Mann. Gucken wir mal, was sich da machen lässt. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Wobei, es hieß ja mobiler Blitzer, ne? Aber ich habe mir einen mobilen Blitzer immer irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Das sieht aus wie so ein fester Blitzer, finde ich. Den man irgendwo hinstellt. Naja, vielleicht bin ich da einfach nicht genügend informiert. Wir müssen mal Licht anmachen, ne? Ein Unfall zwischen zwei PKW ist gerade reingekommen. Mindestens eines der Fahrzeuge ist ins Schleudern geraten und steht nun entgegen der Fahrtrichtung. Ach du liebe Zeit. Scheint es außerdem Streit zu geben. Oh. Streit auch noch. Hoppala. Da ist so ein blauer Punkt. Jetzt werden wir mal Warnlicht anmachen. Nein! Das wollte ich doch gar nicht machen. Naja, gut, dann müssen wir das auch noch machen. Aber jetzt wollte ich erst... Was ist das denn? Ja gut. Ich renne hier mit so einem Stock in der Hand. Okay. Und jetzt blitzt das hier, oder was? Oder können wir es jetzt noch irgendwie bedienen? Nee. Sehr, sehr schade. Müssen wir das auch noch? Können wir das aufstellen? Hä? Es ist ein fester Blitzer, ne? Ich dachte, wir blitzen jetzt hier. Jetzt haben wir den aufgestellt. Aber was passiert jetzt? Jetzt müssen wir den Zusammenstoß zweifacher Art machen. Am besten fahren wir wieder hier auf, ne? Okay, jetzt haben wir da einfach einen Blitzer positioniert. Okay. Na gut. Nun denn. So, gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Ob wir das irgendwie schaffen. Gerade mal hier die Verkehrsregel missachten. Ein Zusammenstoß zweifacher Art. Das klingt da wirklich nicht gut. So, und weil uns das Navi gerade im Stich lässt, müssen wir mal kurz nochmal auf die Karte gucken. Also es ist unmittelbar hier. Nur weiß ich nicht, auf welcher Seite das jetzt ist.
Eher in Richtung Rote. Rotening, also nicht Leonberg. Wir probieren es mal. An alle Einsatzfahrzeuge, wir haben ein verdächtiges Fahrzeug. Es soll Schlangenlinien fahren. Kann sich das mal anschauen. Schlangenlinien. Hier Wagen 11. Wir sind eh auf der Autobahn. Wir machen das. Zentrale, schick uns doch die Fahrzeugdetails und wir halten Ausschau. So, dann sind wir gleich da. Da ist der Zusammenstoß zweifacher Art. Aber ich glaube, den sparen wir uns tatsächlich für die nächste Folge auf. Denn in dieser Folge, das war jetzt eigentlich, das habe ich ja nur aus Versehen angenommen, diesen Auftrag. Ach du liebe Zeit. Also, wir werden jetzt mal unsere Karre hier parken. Und dann werden wir kurz mal alles absperren. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Ich hab's mir gedacht. Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Running Gag in diesem Spiel. Ich hab die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. So, gut. Also, bevor wir das jetzt hier beenden, beziehungsweise den Unfall jetzt hier bearbeiten, werde ich jetzt nochmal mein Fazit zum Autobahnpolizeisimulator hier formulieren. Wir fangen mal mit den Sachen an, die mir gut an dem Spiel gefallen. Gibt's ja durchaus. Also, was mir ganz gut gefällt, ist zum Beispiel die Vertonung der Dialoge. Also, das finde ich, haben sie schon alle gut gemacht, sind ja auch professionelle Sprecher, jetzt bis auf die zwei Leute da von den Rocket Beans und mich. Aber sonst, also, ist jetzt auch keine Selbstbeweihräucherung oder so, sondern gilt vor allen Dingen für die anderen Sprecher. Ich finde, das haben sie gut gemacht und das passt gut zum Spiel und das Spiel ist ja auch relativ dialoglastig und deswegen finde ich es gut, dass die eben diese Sprecher da eingebunden haben und das professionell haben vertonen lassen. Was ich auch gut finde, sind viele Ideen. Also das erstmal die Idee zu einem Autobahnpolizeisimulator finde ich gut. Ich bin ja totaler Blaulicht-Fan und ich glaube, die meisten von euch sind es auch. Und ich finde es gut, dass man dann eben so ein Blaulicht-Spiel bzw. einen Autobahnpolizeisimulator in Angriff nimmt und sich da ein bisschen überlegt, welche Einsätze könnte man da fahren und so. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und auch diese Countdown-Idee zum Beispiel bei der Anfahrt zu bestimmten Einsätzen in der Story, dass man da eben nochmal so ein bisschen Zeitdruck aufbaut. Und manche Einsätze wirkten auch wirklich durchdacht, also die haben richtig Spaß gemacht oder waren auch irgendwie ein bisschen tiefgründig da. Gerade als es um diese LKW-Fahrer ging, da gab es ja auch in den Kommentaren eine lebhafte Diskussion, wer ist jetzt schuld. Der LKW-Fahrer kann eigentlich gar nichts dafür, haben viele von euch gesagt. Und eigentlich ist es immer der Spediteur oder sind es oft die Spediteure, die da irgendwie Druck machen und so weiter und so fort. Also es geht schon, es kratzt nicht nur an der Oberfläche oder auch das mit den Flüchtlingen, das war zwar ein bisschen, sagen wir mal, komisch umgesetzt und es war auch ein bisschen komischer Zufall, aber grundsätzlich so viele, viele Ideen vom Spiel finde ich gar nicht schlecht, dass man auch so ein bisschen aktuelle Themen da aufgreift. Das hat mir ganz gut gefallen und was mir auch ganz gut gefallen hat, das muss ich auch sagen, sind die Konsequenzen gewisser Entscheidungen. Also der LKW-Fahrer, den wir da bestraft haben, dass der dann, genau, den wir bestraft hatten, dass er dann den Suizid begangen hatte oder wenn wir den nicht bestraft hätten, dass er dann eben einen anderen auf dem Gewissen hätte. Also das finde ich gut, der hätte ruhig noch mehr von im Spiel sein können, dass das Spiel dann eben so ein bisschen individualisiert wird, je nachdem, welche Entscheidung man trifft. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist dieser Character Creator. Ich finde es in so einem Spiel wie diesem, finde ich es nicht ganz nötig. Man hätte auch einfach 5 Charaktere hier in dem Spiel anbieten können und dann hätte man das irgendwie so, hätte man daraus wählen können. Also ich finde es nicht ganz nötig, dass man sich seinen eigenen Charakter zusammenstellt, aber es ist auf jeden Fall nice to have und der ist ja wirklich cool umgesetzt. Also man kann die Person ja wirklich, wirklich sehr, sehr individuell da zusammenschustern. Eine Sache, die mir so mittelmäßig gut gefällt, ist die Grafik. Also ich finde es jetzt, es ist halt konsequent, ne? Die haben ja auf so einen Comic-Stil gesetzt. Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Oder so einen Playmobil-Stil. Ich hätte es in einem Simulator, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, wie viele sagen. Es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich dran gewöhnt und ich mag das Spiel auch so mit dieser Grafik. Also die Grafik, finde ich, ist eigentlich nicht das Entscheidende.
Das Entscheidende sind die ganz, ganz vielen Punkte, die negativ sind. Und das ist wirklich, das ist umwerfend viel. Da wäre zum Beispiel erstmal die fehlende First-Person-Ansicht. Das fehlt mir total, wenn ich hier spiele, dass ich nicht aus der First-Person-Sicht spielen kann, wie ich sonst eigentlich alle Simulatoren spiele, sondern immer Third-Person habe. Das mag in anderen Spielen ganz gut sein, aber ich als Simulatorspieler will eigentlich immer First-Person spielen. Dann diese Performance, ne? Also bei mir ist die ja vergleichsweise gut. Bei vielen, ich habe mir ein paar Videos angeguckt, das ist mal, bei manchen ist es eine völlige Katastrophe. Und dann auch diese Nachladeruckler, wenn du auf der Autobahn fährst. Und dieses Geflackere von den Begrenzungslinien hier und dieses Geflackere von einigen Schatten zum Beispiel, das sieht total blöd aus und es nervt total. Das geht nicht in so einem Spiel. Dann auch die KI. Die verhält sich teilweise unmöglich. Wir haben jetzt noch nicht die größten Fehler, aber es kommt wohl immer noch vor, dass ein LKW durch die Luft fliegt. Oder was wir auch gesehen haben, wenn wir auf die Autobahn auffahren und Blaulicht haben, dass wir dann erstmal von so einem LKW da zur Seite gerammt werden. Oder was auch vorgekommen ist, dass man bei der Mission, wo man den Politiker eskortieren muss, dass man da, dass sich da ein KI-Auto zwischen gedrängelt hat quasi. Und somit war der ganze Einsatz eigentlich hinfällig. Also man konnte es nicht mehr spielen, dann ist man mit 5 km/h oder so gefahren. Also was, das geht nicht, das nervt total in dem Spiel. Dann auch die Kameraansichten bei den Dialogen. Ich meine, dann hat man schon mal coole Dialoge mit coolen Sprechern und dann versemmelt man die Kameraansichten. Das ist auch, also das ist mir auch irgendwie ein Rätsel, wieso das so sein muss. Das hätte man doch wirklich in Tests vorher, dass man nicht die Performance auf allen Geräten testen kann, das ist mir ja klar. Aber die Dialoge sehen ja auf allen Geräten gleich komisch aus. Da ist die Kamera mal mitten im Gesicht, dann ist die an einer völlig falschen Perspektive oder dann startest einen Dialog und am Ende des Dialogs stehst du am anderen Ende des Raumes, warum auch immer. Das sind Fehler, also das hätte man doch wirklich vermeiden können. Dann, dass die Kamera sich überhaupt nicht bewegen lässt, wenn wir im Auto sind, also nur nach oben und unten, finde ich auch nicht besonders toll. Hätte man ja wirklich, also eigentlich ist es ja normal, dass man die Autos auch mal komplett anschauen kann während des Fahrens. Man kann halt auch überhaupt nicht nach hinten gucken, das ist halt auch so ein bisschen blöd. Dann diese Quicktime-Events, auch ein Thema, also es wirkt auf mich so, als ob man diese Schusswaffen hier einbauen wollte. Aber es war dann irgendwie zu kompliziert, dass man die immer nutzen kann und deswegen kann man die jetzt nur in Quicktime-Events nutzen und ich finde die teilweise wirklich albern. Also teilweise ist ja okay, aber teilweise sind die Quicktime-Events ein bisschen albern und auch, also dieser Donut-Dieb da, also das war völlig absurd. Also es ist natürlich witzig irgendwie, aber es ist ja völlig absurd. Und ich finde es dann irgendwie, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Spiel dann an der Stelle irgendwie auch selbst nicht so ganz wusste, was es jetzt will. Will es jetzt eine coole Polizeisimulation sein, dann muss man halt halbwegs realistische Einsätze machen. Oder will das so ein bisschen ein abgedrehtes Polizeispiel sein? Da muss man aber auch konsequent immer abgedrehte Einsätze machen, finde ich. Also das ist so ein bisschen so eine Mischung. Also diesen Donut-Einsatz fand ich wirklich ein bisschen komisch. Dann dieses abrupte Ende der Story, das hätte ich mir auch ein bisschen fließender gewünscht, dass man dann zumindest eine Information hat, dass es jetzt vorbei ist. Ich wusste es ja wirklich nicht, ich dachte wirklich, da kommt jetzt noch was. Dann der Sound der Fahrzeuge ist jetzt auch nicht so wahnsinnig toll, ne? Na, müssen wir eigentlich auch nicht drüber reden. Die Cockpit-Ansicht vom BMW vor allen Dingen ist richtig nervig, hätte man auch anders machen können, ein bisschen weiter weg. Dann die Story, das habe ich ja eben schon so ein bisschen erwähnt, ist, finde ich, also an manchen Stellen finde ich die richtig gut und an manchen Stellen finde ich die, ja, so ein bisschen billig gemacht. Ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen härter, als ich das meine, aber es ist, also an manchen Stellen ist die total abgedreht und total absurd und, also, dieser, ich erinnere da an den Flugzeugeinsatz, da stürzt ein Flugzeug ab, der Pilot beschwert sich, noch so ein bisschen dreist, das ist ja auch schon total absurd, dass er das in der Situation machen würde. Der in der Realität wäre ja vermutlich total froh, wenn er mit dem Leben davon gekommen wäre. Und dann kommt auch noch ein Lastwagen mit Flüchtlingen und rast in das Flugzeug, was man schon aus weiter Ferne sehen kann. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber das ist natürlich völlig, es ist irgendwie witzig, wenn man so drüber redet, aber es ist halt das ein Simulator. Ein Simulator, das hat ja immer auch ein bisschen was mit Realität zu tun und das wären schon sehr, sehr viele Zufälle, die da irgendwie aufeinander treffen müssen. Dann die Spielabstürze,
herumfliegende Autos und ganz, ganz viele kleine nervige Bugs, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte. Das ist auch ein totales Unding. Dann die eintönige Musik. Also es gibt einen Musiktitel, der hier eigentlich die ganze Zeit abgespielt wird. Ihr werdet euch schon dran gewöhnt haben. Ich habe mich auch dran gewöhnt, aber wäre schon ganz cool, wenn man gerade bei den spannenden Sachen irgendwie andere Musiken hat. Oder bei den lustigen Sachen eben auch eine andere Musik. Dann die Ampeln funktionieren immer noch nicht, auch einen Monat nach Release noch nicht. Die fehlenden Modding-Funktionen, also ein Spiel wie dieses könnte ja durchaus noch einen Mehrwert haben, wenn man irgendwie Modding einbauen würde. Das heißt, wenn man dann irgendwie Fahrzeuge noch importieren könnte, von anderen Modellen. Es gibt ja auch bei der Polizei ganz unterschiedliche Modelle im Einsatz und vielleicht auch mal alte Wagen nehmen könnte oder so. Sodass eben die Langzeitmotivation auch nach den ganzen freien Einsätzen und nach der Story noch vorhanden ist. Ist aber leider auch nicht möglich, was ich sehr schade finde. Dann die ausbleibenden Dialoge haben mich auch richtig enttäuscht. Also das ist auch ein totales Unding. Dann spielst du da eine Mission, startest den Dialog, unser Typ hier, der sagt hier noch was. Aber dann kommt keine Antwort von dem anderen, weil man irgendwie vergessen hat, das zu aktivieren oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, aber das hat mich auch sehr enttäuscht, weil es so total den Spielspaß kaputt macht. Naja, und alles in allem komme ich zu dem Punkt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das Spiel so viele Fehler hat. Und das ist... auf der einen Seite finde ich das sehr, sehr schlecht, finde ich die Philosophie sehr, 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 sehr schlecht, unfertige Spiele auf den Markt zu bringen, ohne den Käufern zu sagen, dass sie unfertig sind. Bei Early Access, ich bin kein großer Freund von Early Access. Ich finde, Early Access ist, glaube ich, auch für den Kunden ein bisschen anstrengend, wenn es dann immer Updates gibt und so und du kannst nicht von Anfang an so direkt spielen. Also ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan davon. Finde, das ist aber durchaus gerade für kleinere Studios eine tolle Möglichkeit, um sich dann so langsam ranzutasten und auch auf Community-Feedback einzugehen und so. Was ich halt gut finde ist, da wird es dann wenigstens gesagt, da steht dann dick dran, ist Early Access und da weiß dann jeder, ist noch nicht fertig. So, wurde beim Autobahn-Polizeisimulator nicht gemacht und das ist auch nicht der erste Fauxpas von Aerosoft, von dem Publisher. Da gab es schon diverse Titel in der Vergangenheit, die ebenfalls völlig unfertig auf den Markt kamen. Und ich finde das nicht fair dem Kunden gegenüber, der den eben in den Laden geht und sich ein Spiel kaufen will und dann da so ein unfertiges Spiel bekommt, was trotz erfüllter Systemanforderungen überhaupt nicht flüssig läuft. Das finde ich nicht gut. Und ich bin halt auch deswegen enttäuscht, weil das Spiel so viel Potenzial hat. Und es ist ja auch wesentlich besser als der erste Teil. Darüber müssen wir nicht reden. Das ist, glaube ich, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Aber es ist wesentlich besser als der erste Teil. Aber es ist halt völlig unfertig released worden und man hätte so viel daraus machen können und das hätte ein richtiger Erfolg werden können, dieses Spiel, wenn man dem Spiel einfach noch ein bisschen Zeit gegeben hätte, wenn man nochmal ganz selbstkritisch auch mal an das Spiel rangegangen wäre und sich auch nochmal irgendwie von ein paar Leuten Feedback geholt hätte, dann wären einem viele Sachen einfach auch aufgefallen, so ausbleibende Dialoge oder die total missratenen Kameraperspektiven oder die Kamera, die auch nicht wirklich gut gelungen ist. Das wäre einem alles aufgefallen, das hätte man noch reinbringen können und dann wär nicht dieses Desaster passiert und man hätte es vielleicht auch nochmal auf ein paar Systemen testen müssen, dann wäre nicht dieses Desaster passiert. Mit diesen 30% Reviews da. Ich glaube, es hat sich immer noch nicht erholt, das Spiel, obwohl jetzt ja schon ein paar Updates kommen. Was ich gut finde, ist, dass die Entwickler auf Feedback antworten, aber das ist halt so meine Meinung zum Spiel. Also ich bin von den Beteiligten da wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich denke, also es ist jetzt auch nicht sinnvoll, das nur auf den Entwickler oder nur auf den Publisher zu schieben. Ich denke, alle Beteiligten haben da irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, haben es irgendwie so ein bisschen versemmelt. Und mir tut es dann irgendwie fürs Spiel leid, dass dann irgendwie, ja, in einem Zustand rausgekommen ist und auch eine Besprechung bekommt von Magazinen und so, die halt einfach nicht hätte sein müssen, wenn man dem Spiel noch ein bisschen Zeit gegeben hätte, noch ein bisschen Geld reingesteckt hätte und vielleicht auch ein bisschen rationaler an die Sache rangegangen wäre und vielleicht das ein oder andere Feature rausgeschmissen hätte, dafür halt ein rundes Produkt rausgebracht hätte.
Naja, also das sind alles so Sachen, mich ärgert das total. Und wenn ihr mich jetzt fragt, kann ich das Spiel empfehlen oder nicht? Also für mein System, was ich habe, kann ich das Spiel empfehlen. Mir hat es Spaß gemacht, mir hat es großen Spaß gemacht. Es lief ja auch relativ flüssig, ne? Also es ist jetzt nicht total flüssig gewesen, aber es lief relativ flüssig und die Mission und so hat man ja gemerkt, dass mir das Spaß macht und mir machen auch die freien Aufträge Spaß. Ich bin da eigentlich ja schon ganz überzeugt, aber wenn ich eine 1080 drin hätte und einen tollen Prozessor und so und es würde trotzdem nicht laufen, und das ist ja im Moment der Fall bei dem Spiel, dann kann ich es nicht empfehlen. Also, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, dann kauft es euch, probiert es aus und wenn es nicht läuft, dann gebt es halt wieder zurück über Steam. Das ist das Einzige, was ich euch empfehlen kann. In den ersten 2 Stunden, ich glaube, so lange kann man ja spielen bei Steam, sollte sich schon herausstellen, ob euch das Spaß macht oder eben nicht. Und wenn ihr sagt, macht mir nicht so Spaß, läuft bei mir nicht oder so, dann geht es halt zurück, dann kriegt ihr das Geld zurückerstattet und dann ist ja alles gut. Und wenn er sagt, nee, doch, dieses Spiel macht mir total Spaß, dann behaltet es halt. Das ist das Einzige, was ich euch sagen kann. Es ist nicht so schlecht, wie viele sagen. Auch in den Kommentaren gibt es ja viele, viele kritische Stimmen, das habe ich ja durchaus mitbekommen. Und das auch teilweise nicht zu Unrecht. Man hat mir mal wieder vorgeworfen, ich sei irgendwie gekauft oder so, ne? ist natürlich totaler Blödsinn. Aber der Vorwurf kam auch mal wieder. Das stimmt nicht. Ich bin sehr, sehr kritisch mit den Spielen, sehe aber halt auch immer das Potenzial solcher Spiele. Und ja, also ich würde es nicht als Rotz bezeichnen, das haben einige gemacht. Es ist auch kein, also es ist halt irgendwie ein Unfall, finde ich. Das trifft es eigentlich. Es ist ein Unfall. Den hätte man vermeiden können, hat man aber nicht. So, und jetzt ist halt der Release passiert. Das ist halt so das Ding. Aber wie gesagt, gekauft bin ich nicht. Und ich habe da auch eine durchaus kritische Meinung. Und vor allen Dingen will ich euch auch nichts andrehen, was irgendwie halbgar ist oder was irgendwie unfertig ist oder was keinen Spaß macht. Deswegen meine Empfehlung, probiert es aus. Wenn es läuft, dann läuft's. Und wenn es nicht läuft, dann gebt das zurück. Informiert euch vorher, wie man das zurückgibt. Unter welchen Bedingungen das klappt und unter welchen dann eben nicht. Ja, und dann probiert es halt aus oder lasst es sein oder schaut euch nur die Let's Plays an. Das müsst ihr wissen. Naja, das ist meine Meinung. Also, ich bin nicht 100% überzeugt, auch nicht 50% überzeugt. Ich bin so von den Ideen und vom Potenzial bin ich so 55% überzeugt, von der Umsetzung bin ich richtig enttäuscht. Und von diesem verunglückten Release bin ich auch sehr enttäuscht. Ich hoffe einfach mal, dass 2018 jetzt mal, dass das jetzt mal so der Paukenschlag bei Aerosoft war und dass die 2018 endlich fertige Spiele rausbringen. Oder so halbwegs fertige Spiele zumindest. Also, dass da die Ampel nicht funktionieren, also das ist ja okay bei einem Release-Produkt, aber dass so viel nicht funktioniert und so viel kaputt ist, das ist nicht okay bei einem Release-Produkt für 25 Euro, finde ich. Ich denke, ihr seid da ähnlicher Meinung. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das war jetzt doch nochmal ein längerer Monolog jetzt hier am Ende des Videos, aber ich wollte halt die Chance nochmal nutzen, um ein bisschen ernster auf das Spiel zu gucken, um meine Sicht der Dinge wiederzugeben und würde euch einladen, in den Kommentaren da mitzudiskutieren. Am Ende ist zumindest meine Intention, nicht die, das Spiel irgendwie kaputt zu machen oder die Entwickler zu demotivieren oder den Publisher zu demotivieren oder alles kaputt zu machen, denn ich bin ja großer Simulator-Freund, das wisst ihr. Sondern mein Punkt ist der, ich fordere von Publishern fertige Produkte und einen fairen Umgang mit Kunden, will aber natürlich auch alle Beteiligten motivieren, da weiter dran zu bleiben, denn ich glaube eigentlich schon daran, dass sich das, ja, dass das ein erfolgreiches Ding hätte werden können, wenn man das anders released hätte, in einem anderen Zustand. Tja, das ist meine Meinung dazu. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion, wie gesagt, und hoffe, dass ihr mir das nicht übel nehmt, dass ich von vielen Sachen wirklich enttäuscht bin und mir das auch nicht übel nehmt, dass ich von einigen Sachen vielleicht auch begeistert bin, beziehungsweise dass ich einige Sachen auch ganz cool finde. So, das war meine Meinung. Ich lese mir jetzt eure Kommentare durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.